gibt es jedoch weitere Anzeichen dafür, dass unsere Zeitzählung aus irgendeinem Grund durcheinander gekommen ist. Hey Siri, wie viele Tage noch bis zum Jahr 2021? Bis dahin dauert es noch 353 Tage. Okay Leute, dieses Video ist vielleicht ein bisschen verrückt. Ich hatte Bock, euch davon zu erzählen, weil irgendwie finde ich sowas mega interessant und irgendwie könnte ich es mir ja dann doch vorstellen. Deswegen. Und zwar, es geht gerade eine sehr interessante Theorie auf TikTok viral, die ich mit euch teilen muss. Und zwar kam diese TikTokerin jetzt auf eine Theorie, die eigenartige Dinge, die gerade passieren, erklären soll. Und zwar gibt es auf TikTok einen Weihnachts-Countdown-Filter, der anzeigt, wie viele Tage noch übrig sind, bis Weihnachten ist. Und komischerweise zeigt dieser TikTok-Filter bei allen Usern die Tage komplett falsch an, so als würden wir bald Weihnachten haben, obwohl das schon längst vorbei ist, wie ihr ja wisst. Zum Beispiel zeigt der Weihnachtsfilter zu dem Zeitpunkt, wo sie den TikTok macht, dass Weihnachten in 56 Tagen ist, aber sie hat den TikTok vor einer Woche, also Anfang Januar 2021 gemacht. Aber nicht nur das ist eigenartig, was die Zeitrechnung oder die Zeitzählung anbetrifft. Und zwar erklärt sie auch mit ihrer Theorie, warum der traditionelle Balldrop in Manhattan an Neujahr dieses Jahr eine Minute zu spät war. Der Times Square Ball ist ein Zeitball, der seit 1907 jedes Jahr an Silvester auf dem Dach eines New Yorker Wolkenkratzers 43 Meter an einer Stange herabgelassen wird. Diese Balldrop genannte Zeremonie beginnt 60 Sekunden vor dem Jahreswechsel und zählt zu den absoluten Höhepunkten der US-amerikanischen Silvesterfeierlichkeiten. Nur, dass der Balldrop dieses Jahr eine Minute zu spät war. Und das ist seit Beginn der Zeremonie im Jahr 1907 noch nie vorher passiert. Und nun spekulieren natürlich alle im Internet, was der Grund dafür sei. Aber neben dem falschen Weihnachts-Countdown-Filter, der eine falsche Zeit angibt, und dem verspäteten Silvester-Balldrop, gibt es jedoch weitere Anzeichen dafür, dass unsere Zeitzählung aus irgendeinem Grund durcheinander gekommen ist. Aber dazu kommen wir gleich. Hier kommt erstmal die verrückte, aber doch sehr interessante Theorie der TikTokerin. Und zwar ist ihre Theorie, dass wir jetzt wieder in eine normale Dimension zurückgekommen sind. Und dass wir 2020 in einer alternativen Dimension waren, was natürlich auch der Grund ist, warum in dem Jahr alles so chaotisch war. Aber das letzte Jahr war nicht nur chaotisch, sondern ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ein Großteil der Menschen haben einfach das Gefühl gehabt, dass sich Zeit anders angefühlt hat als sonst. Es kann natürlich sehr daran liegen, dass natürlich Pandemie und Lockdown und so weiter war und wir deswegen ein anderes Gefühl für Zeit hatten als sonst, aber ich fand auch, dass irgendetwas sich trotzdem nicht ganz richtig angefühlt hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und ihre Theorie behauptet eben, dass deswegen der Zeitball am Times Square eine Minute zu spät war, weil wir Dimensionen gewechselt sind. Und jetzt kommt etwas, was wirklich super komisch ist in meinen Augen. Nicht nur dieser Weihnachtsfilter oder der Zeitball weisen darauf hin, dass irgendetwas in der Zeitrechnung komisch ist, sondern auch Google und Siri, denn die denken auch, dass wir noch im Jahr 2020 leben. Zum Beispiel, wenn man Google bis vor kurzem noch gefragt hat, wie lange noch bis 2021, hat Google immer eine Zahl genannt, als würden wir noch im Jahr 2020 leben. Und als würde 2021 noch vor uns liegen. Obwohl wir das im Januar 2021 googeln. Und wenn man Siri fragt, wie viele Tage noch bis zum Jahr 2021, antwortet sie bis heute immer noch: Hey Siri, wie viele Tage noch bis zum Jahr 2021? Bis dahin dauert es noch 353 Tage. Wie können sich Sachen wie Siri oder Google so sehr im Jahr vertun? Okay Leute, und jetzt kommt etwas, was ich selbst vorher nie geglaubt habe und mir das selbst immer logisch erklärt habe, aber wo ich mir diesmal auch sicher bin, dass ich mich da nicht irre und was mega strange ist. Und zwar geht es um einen ganz bestimmten Mandela-Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Mandela-Effekt vertraut seid. Der Mandela-Effekt ist ein Phänomen, wo eine große Anzahl an Menschen dieselben falschen Erinnerungen von Fakten und Ereignissen haben. Auslöser für diese Theorie war zum Beispiel der Tod von Nelson Mandela im Jahr 2013. Denn viele Menschen glaubten sich mit Sicherheit an den früheren Tod im Jahr 1980 zu erinnern. Sie waren felsenfest davon überzeugt, weil sie sich an die Nachrichten und Zeitungsartikel anlässlich Mandelas Beerdigung erinnern können. Tausende Menschen konnten sich Details wie die Farbe des Sarges oder das Wetter und die Musik, die zu seiner Ehre gespielt worden sei, erinnern. Jedoch gab es all das nie. Wie kann es sein, dass sich so viele Menschen an
etwas erinnern, was nie passiert ist. Und dieser Effekt nennt sich Mandela-Effekt und es gibt diverse Beispiele im Internet, wo dieses Phänomen zu sehen ist. Und die beliebteste Theorie hinter dem Mandela-Effekt ist die Theorie der Paralleluniversen. Und zwar, dass es unendlich viele Paralleluniversen gibt und jede Entscheidung führt zu einem neuen Paralleluniversum. Zum Teil überlappen sich jedoch diese Paralleluniversen, was sich in Erinnerung spiegelt. Hier sind ein paar Dinge, die mir während dem Schnitt eingefallen sind. Und zwar wegen der Überlappung der Paralleluniversen. Ich habe neulich ein TikTok gesehen, wo eine meinte, dass sie einen Autounfall hatte und wie sie alles wahrgenommen hat, wie sie in das Auto reingerammt ist. Sie hat sogar den Schaden und alles gesehen, ist daraufhin aus dem Auto ausgestiegen und auf einmal war dieser Schaden weg und es ist nie etwas passiert. Und sie ist sich sicher, dass sie in dem Moment eine Überlappung von zwei verschiedenen Dimensionen mitbekommen hat. Und ohne Witz, Leute, ich habe neulich in der Küche irgendwas umgeschmissen und im nächsten Moment ist es nie passiert. Ich sag's euch, irgendwas ist da wirklich dran. Und einige Erinnerungen, die wir haben, stammen aus den Paralleluniversen. Also zum Beispiel die Erinnerung an Nelson Mandelas Beerdigung würde entsprechend aus einem anderen Paralleluniversum stammen. So, und nun kommen wir zu dem Mandela-Effekt, der jahrelang ein klassischer Mandela-Effekt war, der jetzt jedoch wieder in das zurückgegangen ist, was auch die Erinnerung von den meisten Menschen widerspiegelt, wenn ihr versteht, was ich meine. Und zwar, ihr kennt doch bestimmt Fruit Loops. Und jetzt stellt euch kurz das Logo und die Verpackung vor. Jahrelang haben Leute beim Thema Mandela-Effekt gemeint, ich hätte schwören können, dass Food bei Fruit Loops mit zwei O's geschrieben wird. Also Food wird mit zwei O's geschrieben und Loops wird mit zwei O's geschrieben, mit den jeweiligen Fruit Loop-Kringel-Dingern. Aber der Mandela-Effekt, wo wir alle die falsche Erinnerung hatten, war jahrelang, Leute, und ich erinnere mich daran, das ist nicht Fruit Loops mit zwei O's, sondern Food wird normal geschrieben mit U-I und nur das Loops hat die zwei O's. Und alle waren so, was? Als ob, ich erinnere mich, dass es diese zwei O's hat. Und ich erinnere mich sogar dran, wo ich diesen Mandela-Effekt gehört habe und ich war so, ja, okay, macht Sinn, dass die Leute das wahrscheinlich einfach nur falsch in Erinnerung hatten mit diesen zwei O's bei Food. Weil es macht ja viel mehr Sinn, dass du es so schreibst, wie man auch wirklich Food, also Obst auf Englisch schreibt, also mit U-I, so schreibt und dann einfach wegen dem Loops, dass wir das so im Kopf hatten. Wisst ihr, was ich meine? Also irgendwie weiß ich noch, wie ich mir selbst erklärt habe, warum die Leute Food Loops im Kopf hatten, obwohl es eigentlich Food Loops heißt. Und jetzt, Leute, und das bestätigt eben die Theorie, dass wir wieder in der normalen Dimension sind, heißt es auf einmal doch wieder Food Loops mit zwei O's. Also so, wie die meisten Menschen es auch immer gedacht haben. Ein TikToker, der sehr viel über Mandela-Effekte gemacht hat, hat sogar in seinen Notizen von 2017 stehen, Fruit Loops mit zwei O is actually Fruit Loops mit UI. Also, dass es eigentlich ohne die zwei O's geschrieben wird. Das hat er noch so in seinen Notizen stehen. Und ich schwöre euch, Leute, ich erinnere mich an die Zeit, wo alle noch Videos über Mandela-Effekte gemacht haben und das meinten. Und ich erinnere mich selbst noch an meine Gedanken dazu. Also das würde zusätzlich erklären, dass wir wieder in der alten, ursprünglichen Dimension sind. Während den Recherchen für dieses Video bin ich auf einen Artikel gestoßen, wo sie 5 Mandela-Effekte zeigen. Und sie zeigen in diesem Artikel ein Bild von den Fruit Loops-Packungen, aber erwähnen davon nichts in diesem Artikel. Genauso sind diese Videos, wo darüber geredet wird, irgendwie spurlos verschwunden, obwohl ich mich erinnere, sie gesehen zu haben. Super weird. Was meint ihr, Leute? Glaubt ihr an sowas oder denkt ihr, dass es für all diese Phänomene eine logische Erklärung gibt? Schreibt mir das in die Kommentare und schreibt mir auch, ob ich öfter solche Videos machen soll, weil ich finde sowas immer mega interessant. Ich feiere das. Ich finde sowas voll spannend, sich einfach nur in dieser Idee zu verlieren, dass es doch wahr sein könnte. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt mir einfach das Gefühl, dass hinter unserer Welt und unserem Universum einfach mehr dahinter steckt, als was wir wahrnehmen können. Und das finde ich irgendwie einfach super spannend. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr euch das vorstellen könntet. Also ganz ehrlich, so wie das letzte Jahr lief, kann ich es mir sehr gut vorstellen. Und ansonsten vergesst nicht, ein Abo und ein Like da zu lassen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und die Glocke zu aktivieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Okay, mach's gut, ciao. Mua, mua, mua.